Jetzt sage ich hier die Mr. Satan-Pose. Das ist ja die Ginyu-Po. Hallöchen, liebe Minotauren, hallöchen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Ball Xenoverse 2. Ja, in der letzten Folge haben wir wenig gekämpft. Einmal mit Vegeta und dafür halt eben viel geshoppt und geschaut und getan und gemacht. Alles außer Kämpfen natürlich. Ja. Jetzt werden wir es ein bisschen ändern. Wir werden zurückgehen zu unserem lieben C18. Und sie dort ein bisschen mehr verprügeln. Kampf mit Einschränkungen. Nee, danke. Jo, komm. Hast du wieder Pudding für mich? Das wär's. Nach dieser Einheit gibt's nichts mehr, was ich dir noch beibringen kann. Okay, dann zeig mir mal, was du in meinen Trainingseinheiten gelernt hast. Ich mach dich bereit, ich werde gegen dich eins gegen eins kämpfen. Ohne Gnade, du sollst den Zurückhaben kämpfen, wenn du töten willst. Ich bin mir immer bereit. Okay, alles klar. Trainiere mich. Soll ich dir etwas beibringen? Nein, du sollst jetzt mit mir deinen letzten Kampf machen. Doppelter Destructor Disc. So. Das Headset gerichtet. Jetzt kann es losgehen. Booyakasha! Vorher zwei scheibenförmige Kiepsversionen habt, die nicht abgewehrt werden können. Die Scheiben fliegen wie Formationen und versuchen Schaden, unabhängig davon, ob man Gegner abwehrt oder nicht. Remember, this will be our last lesson together. To make it special, I'm going to fight you with all I've got. Okay. Now, make use of everything I've taught you. And don't Nein. forget, finish the fight properly. That's enough talk, don't you think? Well, let's get to it. Okay. Ich kann mich nicht verwandeln, wie bescheuert ist das denn, bitteschön? Is that all? Beine haben getroffen, wie nice. Just as I'd hoped. I need to be careful, or I could get hurt. Yeah. Come here. Nein, ab hier. Is that all? Not a bad performance. You win this one. Teaching turned out to be pretty fun. It was nice to see you improve so much. Danke. What a monster! You've reached a level end. Dass sich mein Charakter nicht die Hände selber abschneidet bei diesem Move, ist auch irgendwie ganz schön komisch. Bam, bam, bam. So. Das hast du hoppelt und wird angegriffen. Manche von mir dann zurückgeht. Okay. Wie konnte ich nur gegen dich verlieren? Beeindrucken. Ich habe eine endlose Energiequelle, aber du hast dich nicht verausgabt. Ich wusste, dass es dir helfen würde, wenn ich dir beibringe, wie man sich im Kampf bewegt. Zuerst wollte ich nur eine Belohnung verdienen, aber die stärker werden zu sehen, fühlt sich verdammt gut an. Ich freue mich zu sehen, dass deine Kraft immer größer wird. Diese Trainersache fängt an, mir Spaß zu machen. Glückwunsch, du bist nur nicht mehr mein Schüler, jetzt bist du auf dich gestellt. Du kannst mir aber jederzeit nach. Also gut, gib dein Bestes. Hast du jetzt was für mich? Danke. Die Tante da hat auch immer was für mich. Danke sehr. Will Vegeta was von uns? Verzieht euch. Lass mich zu meinem Meister. Ich will dann nochmal diesen scheiß Final Flash. Oh. Energiekapsel.
Bom, bom. Gut, dann fliegen wir als erstes. Ich würde sagen, niemanden, der in diesem Land böse ist, richtig. Ich bin der Großteil. Ich zumindest. Also bin ich Nummer 4. Ich muss stärker werden. Ja, weil wir. Kennst du irgendwelche Posen für mich? Ja, ich kenne halt eben die Simon-Pose. I'm an ally of justice. And I won't tolerate evil. Great Saiyaman! Sonst kenne ich nichts. Stolz stehen. Hinlegen. Nein. Linie verbeugen. Position links, Position rechts, Knie-Pose, Knie. Knie-Pose 2. G-Pose. Knie-Spezialpose. G-Spezialpose. Freezer-Haltung. Die vermittelt auch Stärke. Peinlich, Genki-Dama. Gewonnen. Wow, looks like I won this time. Applaus, hier haben wir den Schintern, Energie sammeln. 2. Meditation, dabei winken, Kusshand, Steinschere, Papier, Kamera, Galgstrahl, spezielle Handspiel, Handattacke, Riesensturm, Enthüllende. I won't let you! Elite-Pose. Bingo-Tanz, Geisterball, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich hab dir nichts zu bieten. Ja, jetzt beweg dich. So. Ab zu. Zuerst mal zu Boos Haus. Ich glaube, wir sind hier auf der richtigen Höhe, kann es sein. Ein bisschen höher noch. Da, da, da. Bam, bam, bam. Oh yeah! Ich liebe diese Marimba-Musik. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Wahrscheinlich zu oft, aber ich liebe diese Marimba-Musik. Hi! Hab Sachen gefunden. Bekommst das Zweitbeste. Kleiner Bruder bekommt das Beste. Diese Form ist noch neu. Okay. Ja, versuch es zu laufen. Ich gebe hier und da überall keine Ahnung. Wir sehen uns. Wuhu! Juhu! So, mein lieber Boo. Ja. 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 So. So. Haben wir ihn gefüttert? So, und jetzt ab zum Oberältestenhaus. Dann lass mal. Oh, warte. So. Lord, was? Frost. So. Da bist du ja. Super. Danke. Shingi, Dämonenkampf dazu. Gib mir schon mal. Danke sehr. So. Brauchst du noch was? So. Ja. Was brauchst du? Gegengift-Kapsel M. Hab ich. Nein, hab ich nicht. Mist. Gegengift-Kapsel M. Okay, besorgen wir ihm das mal ganz kurz. Okay. Da.
Gegengiftkapsel, nämlich teleportiere mich dahin. Greetings. Ladenbereich. So. Na komm. Welcome, friend. Das ist immer so lange braucht zum Laden. Key, Ausdauer, Werte, Status Boost. Gegengift, Kapsel M. Die habe ich schon. So. Ja, bitte, bitte. Greetings. So. Oberältestenhaus. Oberältestenhaus. Los geht's. So. Ja. So. We are. I am an ally of justice. I won't tolerate evil. Great Saiyan man. Okay. Hm. Finde alle sieben Dragon Balls, wo er sie findet. Du schaffst das. Viele unserer Leute sind wieder wegen der Dragon Balls hier. Sind ziemlich hartnäckig, oder? Sie können sich nicht mehr. Vielleicht haben sie immer wieder kommen. Love geht's. Und die Dragon Balls, das liegt an dir. Okay, Freezer. Oh. Ah, Level 3? Ja, ja. Kein Ding. Wenn es nur 3 Sterne hat, machen wir das locker. Schön strecken, bevor der Kampf anfängt. Ja, ja, läuft. Namek-Verteidigung. Greetings, denizens of Namek. I would like you to relinquish your Dragon Balls. They're after the Dragon Balls! Please, you have to protect them for us! I'm sorry. I can't complete my mission alone. Lend me your aid. Yeah. You lack the wisdom to do as I say. Then you shall die. Hey! Kommst du wohl hier? So. So you choose to die rather than give up your Dragon Balls. Booyah! So, komm, aufladen. Und... Abul! Grand Elder Guru is the rightful ruler of Nether. I won't let them take it. Yeah! Ich bin immer noch weg, ich habe noch keinen Schlag bekommen. Alle sieben Dragon Balls. Da ist der nächste. Komm hoch. Ab zum Rabenschiff. So. Da links. Achso, es sind nur 3. LOL. Ich dachte, das wäre eine viel schwierigere Mission. Ich dachte, Freezer verwandelt sich noch 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Oh, where did you attain such power, young one?
Ah ja. Na gut, die drei Sterne hätten darauf hinweisen müssen, dass es nicht so prickelnd ablaufen wird. Also, doch prickelnd, also schnell und einfach. Danke sehr. Ja, der hat schon wieder was für uns. So. Süßkartoffel, nice, danke. So. So, was machst du jetzt? Sollte ich haben. Ja, habe ich. Ich denke, da fehlt noch ein R. Da. So. Was machen wir als nächstes? Kämpfen wir gegen Slug. Obwohl, etwas möchte ich noch ganz kurz nachschauen. Ich habe halt eben jetzt schon beim letzten Mal, wo wir online gespielt haben, also bei der letzten Aufnahmesession, gesehen, dass einige mit anderen solchen Dingen hier rum. We have nice new items in stock. Und ich möchte mal kurz gucken, ob ich das auch machen kann. Okay, schauen wir mal kurz, was es sonst noch so gibt. Was ist das? Mr. Chaos. Feder. Picons Kopfbedeckung. Chao Zus Kopfbedeckung. Ja, Jirobi Perücke. Baby Trunks Kopfbedeckung. Gibt's hier nicht noch einen anderen Laden hier irgendwo? Den ich noch nicht gesehen habe. Hey Mendo, was gibt's? Hi there. Hi. So. Ich bin Pima von Taino Kommando. Ich kämpfe mir jeden, wurde mein geliebter Taino bedroht. Taino ist in letzter Zeit sehr niedergeschlagen. Jemand muss hier etwas getan haben. Kennst du Taino gut? Da wirst nicht gemeint zu ihr, oder? Taino? Taino. Das Taino-Kommando ist hier, um mitzukämpfen. Kennst du Taino-Kommando? Wie? Wir arbeiten so hart und dennoch kann uns niemand. Wir haben wohl nicht noch einiges vor uns, bevor man mit, könnte. Ja, was wollt ihr? Ja. Mr. Satan-Pose. Was willst du? So! Die Pose ohne Probleme können. Zeig mir die Pose. Vegeta? Ich bin belastet, den Kämpfer mir willst du. Ich habe mal anschließend nicht trainiert. Vegeta? Wenn du zu uns willst, zeig mir zuerst die Kommando Taino Pose. Habe ich denn Mr. Satan? Mitten grüßen, ne? Dort stehen. Victor. Nein, das war's nicht. Hier mal die Shintanz, Meditation, Kusshand. Oh Mann. Nee, leider kenne ich die Mr. Satan-Pose nicht. Vegeta? Du kannst mit deiner sich jetzt in letzter Zeit einen Namen. Ich würde sehr gerne über sie wissen. Hello there! Ich bin Schritt von Taino Kommando. Ich sage euch, wann sie verordnen müssen. Ich werde bestätigen, oder? Nice day, right? Weiß ich nicht. Oh Mann! Vegeta? Ich habe diese Pose von Schritt von Taino Kommando. Natürlich, du kannst das sagen. Oh Gott, ist das mühsam. Danke. Ist das tatsächlich Mr. Satan? Tatsächlich.
Also mir sind sie alle zweitklassige Helden. Wahre Helden dürfen nicht nur stark sein, sie müssen noch jetzt können. Wahre Stärken kennt man nur, wenn man sie sich im Hör. Oh, okay, okay. Da ist es. Das ist eine ziemlich cool, stimmt's? Die willst du sofort sein. Normalerweise verlange ich jedes Mal 10.000 Zehni, aber für dich ist es gratis. Verschenke ich nicht jeden. Ist das klar? Danke sehr. Jetzt kann ich rübergehen. Jetzt zeige ich hier die Mr. Satan-Pose. Das ist ja die Ginyu-Po. Das Zeino-Kommando ist da. Das ist gar nicht mal schlecht. Die Pose, Mr. Satan, ist nicht mehr so elegant. Meine ist aber trotzdem auch recht cool, oder? Bla bla. Vegeta? Das ist ein Ginyu. Vegeta? Die Höhlichkeitgebiete schließlich die Pose der Kommando zu erwidern. Hä? So, Ginyu Kommando, jeez. Hello there. Ach so, ich muss hier. Lol. Guldo, okay. Hello there. Versteht, dass du Kommando deines Bruder kennst. Ist sehr cool, damit bist du eine der Verbündeten. Bitte was? Vegeta? Da kommt mir etwas komisch vor. Da-da-dam, da-da-dam. Rikum! Sir! Die Pose, die ist wirklich teuer, sie ist eine Freundin von dir. Schau nur zu, dann du kopierst. Gut, und jetzt muss ich lieber zu Cresso gehen. Ich weiß, wo der ist. Ich hoffe, ich weiß es noch, wo der ist. Holy shit, Alter. Ich hoffe, ich weiß noch, wo der ist. Das war, der war doch immer hier irgendwo. Sisto. Aha. Warte, halt, du musst genau was sagen. Ich weiß genau, was du mir sagen willst. Du willst wissen, wie ich dir. Und dann war der hier irgendwo. Da, Cresso. Was ab? Ich heiße Cresso, ich leite Cresso mit den Einheiten. In letzter Zeit höre ich immer von diesem Teilerkommando. Das gab es schon lange, bevor diese aufgetaucht sind. Was ab? Ich frage mich, ob diese Teile von Bruder Posen. Ich denke ständig darüber nach. Natürlich sind unsere Posen besser, aber ich will es wissen. Gut, hier hast du sie. Cooles Trupp Salsa. Was ab? Die Pose ist beeindruckend, jetzt will ich sie auch einnehmen. Ich meine, hey, wenn du jetzt aber mal aneinander schließen. Aber du bist alleine, wo ist dein Trupp? Gut, dann gehen wir hoch. Ip Man? Batman P, achso. Da. Dort, der letzte. Katz. Vegeta? Die Pose. Ja, ja, jetzt zeige ich dir die Pose. Warte, hier. Ginyu, Cola, Cola, wo bist du? Cooler Strupsatz. Bata! Vegeta? Diese Pose bei meiner Krise bei einer anderen, also gar nicht mal so schlecht. Mit der großartigen Pose des Thunder-Kommandos kann ich sie natürlich nicht mithalten. Willst du mir sagen, dass dieses Mädchen, das da chillt, wo ist sie denn? Eines dieser Posen hier haben möchte?
Sup, dude? So, der Weltmeister ist natürlich Mr. Satan. Ach man, Winken, Vision. Jeez, Mr. Satan 28. Großes Simon 2. Sup, dude? Was hältst du von der Pose von 2? Ich habe versucht, die Pose zu sagen, wow, sie gefällt mir. Ich hab's. Danke für deine Hilfe. Sup, dude? Ja. So. Im Himmelswillen, auch diese Runde ist ein bisschen langweilige Quatschrunde gewesen. Komm, zum Abschluss will ich noch einmal richtig fighten. Hier, das will ich. Ja, scheiße, wir sind schon bei circa 27 Minuten. Ich muss leider jetzt schon Schluss machen. Leute, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben. Ja, sorry, dass es auch diese Folge so viel quatschlastig war. Aber eben, wie gesagt, das muss auch mal sein. Ein bisschen die Stadt erkunden, rumschauen, links und rechts und tun und machen. Nicht nur die Ausbilder K.O. schlagen und die Story machen. Ja. Wenn es euch gefallen hat, trotzdem ein Däumchen nach oben, wenn nicht schlecht von euch. Für die, die noch nicht zur Community dazugehören und dazugehören wollen, ihr wisst ja, wo der Abo-Button ist, einfach draufdrücken. Das würde mich sehr freuen. Ja, und dann würden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao, Sen!